Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Europa Universalis 4. Ja, wir sind unterwegs in Mission Schulden abbezahlen. Dann wollen wir doch mal gucken, wie unsere Schulden hier sind. Darlehen tilgen, können wir da was schon tilgen? Ich glaube noch nicht. 94, 94, 97, 98, okay, da sind wir noch da nicht zu fähig. Machen wir mal die Pause raus, damit das Geld auch mehr wird. Gut, wir haben letztes Mal sind Armeen losgeworden. Wir haben hier natürlich eine super Armeestärke. 14 sind nur da, aber es sind 25 plus 5. Dann müssen wir mal gerade gucken, wie viel dürfen wir denn überhaupt haben. Da sehen wir das. 30, Einheitenlimit 30 von 38. Das heißt, es ist alles noch gut. Passt also. Hier haben wir auch so ein paar Leute sitzen. Das ist eine E-Post. Okay, wie sieht's denn hier aus so? Kann man noch nichts machen, ne? Nee. Schließen wir mal das Fenster wieder. Und das zweite war Technologien. Da geht auch noch nichts. Gut. Untertanen, Militär, Religion, Stabilität und Expansion, französische Bahn, Steuern gesenkt. Okay. Wo steht da? Rebellen. Wenn der Fortschritt erreicht hat, erheben sich die Fraktionen, tauchen ein paar Rebellen. Armeen auf. Ach, das ist alles halb so wild hier. Zeigt verschiedene Methoden. Ja, lassen wir erstmal so stehen. Das ist 40% zwar schon viel, aber momentan würde ich sagen, ist das alles okay. Das können wir da auch stehen lassen, denke ich. Wir haben 86 Geld. Das bedeutet, wir können noch nicht... Was machen? Was wollte ich machen? Ach, hier können wir mal gerade reingucken. Also das steigt immer noch. Stabilität, glaube ich, wächst durch die Inflation, die sich senkt. Landmodifikation. Okay. Was wollte ich jetzt gerade hier noch gemacht haben? Ah, da bin ich hier, glaube ich, ganz falsch. Ich wollte hier hin und schauen... Wie es hier so ist, da wollte ich hin. Okay, das ist ein Marktplatz. Der Handelseinfluss, den sollte man ja vielleicht mal stärken. Was haben wir noch? Ein Dock könnten wir bauen, da unten und da oben zwei. Und hier hätten wir Rüstkammern, die wir auch noch bauen können. Okay, da müssten wir natürlich noch uns verbessern. Hier unten gibt es keine einmaligen Gebäude und so. Okay. Das kostet uns natürlich überall was. Handelseinfluss durch dieses Gebäude 1,20. Und, ja. Was kostet uns das im Endeffekt? 41 Gold, 10. Was war das hier? Diplomatische Macht. Und das dauert 12 Monate. Wir haben jetzt gerade 114. Sollten aber vielleicht erstmal mit unseren Schulden ins Reine kommen, denke ich, bevor wir da weitermachen, oder? Darlehen tilgen können wir jetzt. 67, ja, zurückzahlen. 1. Mai, da ist eine Doppelportion sogar zu bezahlen. Also, denke ich mal, sollten wir das sofort tun. Kommt das jetzt? Okay, lass uns das mal gerade angucken, was hier ist. Das Wort Zunft oder Gilde ist nur einer von vielen, die früher in Frankreich und in den Niederlanden verwendet wurden, um das zu bezeichnen, was man heute Unternehmen nennt. In Frankreich und den Niederlanden war eine Zunft ursprünglich eine Art Bruderschaft, in der man sich gegenseitig unterstützte, schützte und Spaß miteinander hatte. Die Mitglieder zahlten einen festen Beitrag. Am Ende des 15. Jahrhunderts gelangte es den Zünften unter der despotischen Herrschaft der französischen Könige nicht mehr, die eigentliche Schutzfunktion für ihre Mitglieder aufrechtzuerhalten. Die Privilegien wurden so zu einem weiteren Mittel, die Staatskasse auf Kosten der Arbeitgeber aufzufüllen. Aha. Da kriegen wir Geld.
Stabilität wäre gut. Und wie sieht denn unsere Stabilität derzeit aus? Schlecht. Das heißt, ich entscheide mich für die Stabilität. Weil das ist wichtig. Gut. 114 Bankdarlehen. Wollten wir zurückbezahlen. So, jetzt geht's auch. Machen wir doch. Jetzt haben wir nochmal 4 Darlehen. Da oben ist einer gerade geschlossen worden. Aber weil wir nicht genug Geld haben, können wir wahrscheinlich jetzt auch nichts bauen. Gut. Unsere Truppen werden immer mehr. 25 plus 5 waren das ja. Aber die Mannstärke ist das Problem zurzeit. Ja, da haben wir nicht genug. Das wächst aber gerade. Ja, Prestige sieht nicht so doll aus. Wie sieht's hier aus? Haben wir da eigentlich jemand hingeschickt als Diplomat? Ich glaube ja, ne? Bündnis schließen, Bündnis anbieten. Geht nicht. Einfluss. Annexion fordern wäre da. Da brauchen wir 190 plus. Wir sind bei 173 plus. Wir sind da ja auch mit unserem Diplomaten unterwegs. Gut, dann ist da schon geklärt. Und dann haben wir noch die Provence. Die befindet sich hier. Zum Beispiel. Bündnis können wir auflösen. Einflussaktion. Na, wir müssen sie erst zum Vasallen wahrscheinlich machen. Gut. Aber Beziehungen verbessern. Können wir auch machen, wenn das überhaupt geht, weiß ich jetzt nicht, aber wir machen es eigentlich. 200 plus ist die Verbindung. Ja, Beziehung, warte mal, Einflussaktion. Da können wir jetzt nicht so viel sehen, woran das Problem liegt, ne? Aber die haben Feinde, die Bretagne, und wir sind mit den Bretagne in welcher Form verbündet? Gar nicht. Aber wir hatten doch sowas. Eine Staatsebene. Also momentan können wir da nichts machen. Ja, da müssen wir erstmal langsam hier vorangehen. Machen wir das mal zu gerade. Gucken wir mal gerade bei den Engländern vorbei. Wie sind die denn so unterwegs? Ja. Ärmelkanal? Was ist Ärmelkanal? Ne, da wollte ich nicht hin. Ja, Gebäude wollte ich auch nicht hin. Wir wollten dahin. So. Feinde ist Frankreich, Castille, Provence und Österreich. Frankreich als Rivale, Provence und Castille. Waffenstillstand ist klar. Aragons versuchen sie sich zu verbünden mit. Gut. Oh, das Spiel ist in Pause. Das ist schlecht, ne? Dann wird unser Geld auch gar nicht mehr. Ist noch was? Daniel wird bald fällig. Ist klar. Unruhen nur noch in der Champagne. Auch interessant. Waffenruhe wird bald enden. Umkämpfte Nachfolge und zu viele diplomatische Beziehungen. Können wir da was ändern? Bonnets. Wo war die denn? Hier? Ja, tatsächlich. Zu viele diplomatische Beziehungen. Ja, ist erreicht. Diplomaten abberufen. Das anbieten, nö. Einfluss. Wir brauchen mal bessere, sag schon, Beziehungen. Dann verbessern wir doch die Beziehung. Wir haben doch noch einen Diplomaten frei.
So. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal gerade einen Tacken die Geschwindigkeit schneller, weil wir jetzt nicht handeln können oder nichts machen können in deren Hinsicht. So, Geld 36, 51, Winter wird's, Schnee in den Bergen schon, Anfang Dezember, in der Mitte von Frankreich, ja, jetzt wird's auch woanders weiß. Interessant. Ja. Truppen haben wir 17, werden also auch mehr. Sollten wir noch einen Schritt schneller machen? Vielleicht doch noch, oder komm. 65, 1465, 66 haben wir. 66 in der Kasse. Marc de la Barthe hat plus 180 rausgeholt in der Auvergne. 36 Georg Le Tellier, der in der Bournaise ist oder so ähnlich. Irgendwo wird ein Marktplatz fertiggestellt, sehe ich auch gerade. 81 ist das gerade mit unserem Geld geworden. Februar. Ja, gleich ist der März da und dann müssten wir eigentlich unsere nächsten Schulden bezahlen können, glaube ich, ne? Oder? Machen wir gerade hier auf 1. Gehen da rein und zwar dahin. Darlehen tilgen. 96 müsste eigentlich reichen, oder? Ja, zurückzahlen. Dann machen wir das doch mal. 95, 96, 97 und das ist 1468. Wieder in 2 Jahren, okay. Dauert eine Weile, ne? Unruhen. Das andere sieht alles ganz gut aus. Unruhen, wie weit? War doch nur Champagner, ne? Ja. Ich glaube, die werden auch weniger. Gut, dann würde ich ganz einfach sagen, machen wir wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Weil wir ja gerade nicht so viel machen können, ne? 184 zu 44, 186. Ich glaube, 190 brauchen wir. Da machen wir mal langsamer. Adliges Bündnis mit fremder Macht. Ja, das ist gefährlich. Administrative Energie würden wir verlieren und hier unten verlieren wir 25 Prestige. Ja, aber ich glaube. Ja, ich glaube, wir nehmen das. Okay. Gucken, dass wir da weiterkommen. Ein bisschen schneller das Ganze. 34. Da ist gerade wieder was weggegangen. Ich glaube, das war, ne, die Rebellen, die da hätten kommen können. So, Mai ist gleich zu Ende und dann sollten wir über 190 sein. Und ich glaube, das braucht man für die Annexion, oder? 190 ist es genau. Jetzt gucken wir da mal rein. Diplomatie. Bündnis? Ne, Bündnis war das nicht. Ah, jetzt habe ich es wieder angeklickt. Einfluss. 190. Ach, da müssen wir jetzt einen Diplomaten frei haben, um das zu sehen. Dann machen wir da mal einen Stopp. Ja, machen wir. Dann gucken wir hier mal rein. Eigentlich müsste das jetzt funktionieren, oder? In Kosten Macht an Annexion, Auswirkungen aktivieren, Armenien, Prestige 5. Egal, machen wir. So, das ist bei 0. Und das andere können wir so laufen lassen. Gut.
Gut, 64 ist das Geld. Wir haben den 10. Juli. Machen mal gerade ein bisschen Geschwindigkeit auf, damit wir nochmal Schulden abbezahlen können. Frühzeitig natürlich, ist klar. 79. So, Truppen sind schon bei 20. Und da, nee, ich glaube 95 war das. Das können wir noch nicht zurückbezahlen, oder? Dann müssen wir nochmal gucken. 86, da den aufnehmen. Nee, das wollen wir nicht. Wenn wir zurück, oh, 93, das können wir doch schon zurückbezahlen. Das hat wohl damit zu tun, wenn wir eher bezahlen. Oder fortgeschritten, ich weiß nicht. Zurückbezahlen, fertig. So, 94 und 95 haben wir da nochmal. Kriegsgründe sind vorbei, oder Dinge sind vorbei. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwelche netten Leute haben, die uns wieder angreifen wollen. Ne? Waffenstillstand, so heißt das Ding. Gut, okay. Ja, jetzt haben wir schon wieder Dezember 1466. Stoppt also, achso, wir könnten was bauen. Will ich aber nicht, weil ich erst die Schulden loswerden möchte. Truppen sind 22 da, die kosten uns natürlich auch von Mal zu Mal mehr. Okay, da müssen wir mal gerade eine Pause einlegen, gucken, was da steht. Ah, Würzburg hat das aufgekündigt. Wir dürfen nicht mehr durchmarschieren. Okay. Vatikan hat es aufgekündigt und die Pfalz dann auch. Okay, das ist halb so wild. 1490 ist hier. Nehmen wir mal die Pause raus. Trier auch aufgekündigt. Und Baden hat das auch aufgekündigt. Okay, ist alles halb so wild. Schweiz, auch aufgekündigt. Naja, soll halb so wild sein, ne? So, was haben wir hier? Waffenruhe? Ach, die sind noch nicht zu Ende. 69. Wir haben 67, okay. Und hier, unkämpfte Nachfolge. Ja, zu viele diplomatische Beziehungen haben wir immer noch. Mit der Auvergne sollte das aber bald zu Ende sein. Militärzugang aufgekündigt mit Österreich. Und hier können wir was bauen. Das aber derzeit nicht machen wollen, weil ich ja, wie gesagt, erstmal die Schulden weghaben will. Sollte jetzt gleich... Na, nicht ganz. Was ist hier dazugekommen? Ein Darlehen wird bald fällig, okay. Können wir schon abbezahlen? Na, 86 steht. Ach nee, das war der pure Betrag, alles klar. Müssen wir gerade das Monatsende noch abwarten, dann geht's nämlich. Und dann haben wir nur noch ein Darlehen. Hallo, danke. So, weg. Jetzt nur noch 93 und dann haben wir die Geschichte durch. Dann haben wir keine Schulden mehr. Ich mache mal einen Tacken schneller, weil ich will es doch jetzt noch schnell in dieser Folge weg haben. Komm, noch einen zweiten Tacken schneller. Gut. 24 Truppen haben wir. 41. Okay, das wird fällig, steht da jetzt. Haben wir noch nicht. 55. Oh oh, unser Befehlshaber ist gestorben. Das ist aber nicht schön. Ja, okay. Gut, lass uns mal gerade gucken. Ich glaube, das war der einzige, den wir hatten. Und dann können wir ja kostenlos wieder einen ausheben, ne? Ne, das kostet uns ja nicht 50, ne, oder? Nein, kostet es nicht. Aber der ist ja jetzt ziemlich ausgeglichen und nicht gerade. Denn ist der Dampier. So, der müsste jetzt hier noch Anführer werden. So, haben wir. Wunderbar.
84 Geld, noch einen Monat, dann können wir die Schulden bezahlen. Machen wir gerade auch noch. So, Vollgas. So, da ist das Geld geflossen. Dann gehen wir hier gerade einmal hin und tilgen das Darlehen. So, okay. Dann sind wir schuldenfrei. Gut, alles was jetzt kommt, können wir dann in unsere Märkte stecken, damit wir wirtschaftlich etwas besser dastehen. Sollten wir, denke ich, mal tun. Gerade ein bisschen wirtschaftlich alles aufbessern. Wir haben schon 55% der Annexion voranbetrieben zur Auvergne. Ja, und die zur Bourbonnais, die... Ne, Bourbon heißt das, oder? Ne, Bourbonnais heißt das. Haben wir die Beziehung auch verbessert. Gut. Was ist das? Ah ja, das werden wir mal akzeptieren. Vielleicht wollen die ja hier oben hin oder sowas. Das wäre ja alles okay. Gut, aber ich würde sagen, für die Runde soll es dann wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.